regionalen Bauernschaft zu nehmen ist für alle öffentlichen Bereiche. Ja, das war ein gutes Gespräch, ja. Ja, also mich verbindet mit dem Fritz Dinkhauser eine langjährige persönliche Freundschaft. Und wenn wir auch hin und wieder durchwachsene Diskussionen haben, so sind wir doch persönlich, glaube ich, sehr gut miteinander. Die Gemeinde Mieders ist eigentlich arm. Die Agrargemeinschaft Mieders ist sehr reich. Die Agrargemeinschaft Mieders kauft sich die Serles und die Gemeinde Mieders pfeift aus dem letzten Loch. Wir haben 98% der Landesfläche, die für ganz wenige reiche Bauern, also vielleicht 1 oder 2% der Bevölkerung vorbehalten sind. Und die anderen 98% der Bevölkerung treten sich auf nicht einmal 2% der Landesfläche gegenseitig auf die Füße. Dass da die Preise aufgehen, bitte, das lernt man heute in jeder Hauptschule. Rettungswesen ist die Tiroler Seele. Die Freiwilligkeit ist die Tiroler Seele. Und Sie haben vollkommen recht, dieses Wissen um das Land, dieses Wissen um Gebirgsschneisen, das Wissen um Täler, das Wissen auch um Familien, um Zusammenhänge, das Wissen von Hilfsorganisationen, das haben nur Einheimische. Für mich ist es unvorstellbar, dass hier ein Däne das Rettungswesen in Tirol übernimmt. Das riskiert die ÖVP aber ganz bewusst, sie riskiert das ganz bewusst. Und dass dann ein Däne sich erkundigen muss über GPS, wo zum Beispiel Leibelfing liegt. Urlaub ohne Krankenversorgung, das könnte hier schon bald Realität werden, denn das Kitzbüheler Krankenhaus soll aus Kostengründen geschlossen werden. In der Notaufnahme warten sogar Patienten mit schweren Brüchen auf den Gängen. Mit ihren 35 Betten platzt die Klinik aus allen Nähten. Hinten fällt mir die Stöcke unter die Achsel. 134 Grad. Kitzbühel ist eine Weltmarke, das kriegt man nicht zweimal. Und diese Weltmarke hat sich natürlich auch ausgewirkt auf das Krankenhaus. Es ist eine Schande, was man also mit diesem Kitzbühel aufgeführt hat, was man mit dem Bürgermeister aufgeführt hat, was man mit dem Volk aufgeführt hat. Weil man hat Kitzbühel sterben lassen. Also es gibt keinen Grund nicht, außer dem politischen Grund, dass man Kitzbühel fallen lassen will. Ja, eine Schweinerei, ja. Solche Politiker können weg von Tirol. Ja, die können da alle ausgejagt dort. Die hat Zinsbruch gekommen, da, ich weiß nicht, wie es heißen, die Spitzbuben. Von falscher Pflegegeldeinstufung bis schlechte Wohnverhältnisse und so weiter. Also da macht man sich schon Gedanken und da versucht man auch entsprechend dort zu helfen.